Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video. Es geht um das Präsentationsmodul vom ECDL. Thema ist die Kategorie 2, Präsentation entwickeln, sehen wir hier. Und das Wissensgebiet, welches ich hier in diesem Video bearbeite, das heißt Folien. Das Video selbst, was ich hier aufnehme, können Sie dann über diesen Link, der hier rechts von dem Wissensgebiet Folien steht, abrufen. Es geht um diese Lernziele hier, wobei die Reihenfolge, die da eingetragen ist, die muss man, wenn man das sinnvoll unterrichten will, abwandeln. Wir fangen hier an mit 224, neue Folie mit einem bestimmten Folienlayout hinzufügen. Und dann werden wir die Folienlayouts und die Designs und die Hintergrundfarben dazu passend wählen oder zeigen, wie man die ändert. Und dann kann man natürlich den Rest hier schnell zeigen, wie man die Folien austauscht, kopiert, verschiebt und natürlich auch, wie man sie löscht. Damit das etwas zügig geht oder zügiger geht, habe ich hier schon mit Hilfe einer Textverarbeitung, das ist Word, vorbereitet, was wir dann gleich bei 224 machen werden. Das, was Sie dann am Ende als Ergebnis sehen, das kennen Sie möglicherweise schon aus dem zweiten Video hier im Vorspann. Das, was hier entwickelt wird, das kennen Sie möglicherweise schon aus der zweiten Präsentation, die hier in der Einleitung gezeigt wurde. Vorstellung des Geburtsortes und die Daten, die dort vorkommen, die werden hier in reduzierter Form wiederverwendet. Das Ganze hatte auch einen Hintergrund. Ich bin gelegentlich Ausbilder und da habe ich bei den IT-Berufen und auch bei anderen Berufen die Teilnehmer darauf vorbereiten müssen, dass sie am Ende ihrer Ausbildung, das heißt also wahrscheinlich fast 2 Jahre nach meinem Kurs, dass sie da einen 15-minütigen Vortrag zu halten haben, der auf einer PowerPoint-Präsentation basiert und danach steht dann noch ein 15-Minuten-Gespräch an, wo über diesen Vortrag gesprochen wird. Und damit sie da den Umfang von Präsentationen lernen konnten, am praktischen Beispiel, habe ich eben so etwas hier vorgestellt, nicht um Sie gleich auf Ihre Abschlussarbeit hin zu profilieren, sondern damit Sie einfach sehen, wie viele Folien kann man in diesem genannten Zeitraum von 15 Minuten vorstellen. So, was hier im Lernzielplan steht, ist eine Titelfolie, ein Aufzählungstext, Text und Diagramm und eine Tabelle. Die Daten sehen Sie hier schon. Ich kann die ja hier mal kopieren. Ja, dann kann man sehen, wenn ich das jetzt kopiere, dann lässt sich das dann also auch gleich einfügen. Kopieren und einfügen ist natürlich überhaupt eine wichtige Sache bei der Anlage solcher Präsentationen. So, PowerPoint wird jetzt gestartet. Und dann nehmen wir eine leere Präsentation. Und da sehen Sie, wenn ich die leere Präsentation nehme, dann bekomme ich also hier gleich die Möglichkeit, Titel und Untertitel einzutragen. Genau das mache ich. In den Titel schreibe ich jetzt Korbach. Ja, reicht. Oh, da habe ich schon einen Fehler gemacht. Korbach. Und beim Untertitel, da füge ich das ein, was ich eben kopiert habe. Und das soll dann auch gleich dargestellt werden. Sie sehen, also dargestellt werden, dass es also etwas ansprechender aussieht, wie bei der Präsentation, die am Anfang gezeigt wurde. Hier in diesem Bereich hier, den wollte ich jetzt nicht verschieben, kann man mit STRG Z oder mit dem Symbol hier rückgängig machen. In diesem Bereich soll jetzt das Lineal eingestellt werden. Und zwar so, dass die Einrückung hier passend ist und der ganze Text soll auch linksbündig geschrieben werden. Und das ist jetzt ein bisschen drastisch. Das heißt, man kann sehen, wenn man hier solche Texte bearbeitet, dann funktionieren eigentlich die üblichen Optionen, die Sie vielleicht schon bei der Textverarbeitung wie Word kennengelernt haben. So, wir haben hier einen Titel. Und wir haben hier einen Untertitel und da kann man dann noch hinschreiben, da fehlt jetzt noch was, Präsentation des Geburtsortes von Konrad Rennert
Das ist jetzt der Vortragende. So, das soll dann reichen. Titel ist jetzt erstmal ohne irgendwelches Design mit der Standardvorlage, die ja, Office heißt die wohl, das Design, das ist jetzt so erstellt. So, das war die erste Folie. Gemäß dem Lernzielplan steht jetzt eine weitere Folie an, wo eine Aufzählung enthalten ist. Ich klicke hier auf das Symbol im Register Start, wo neue Folie steht. Standardmäßig wird mir nach der Titelfolie sowieso eine Aufzählung angeboten. Das heißt, das ist eine Folie mit Inhaltselementen. Aufzählung ist das, was am meisten benutzt wird. Und dann haben wir hier noch 6 verschiedene Symbole. Wenn ich eine Tabelle haben will, klicke ich darauf. Diagramm wäre dieses Symbol. Smart Art Grafik einfügen, das hier. Damit kann ich Bilder einfügen. Hiermit eine Online-Grafik und damit ein Video. Also dann braucht man also gar nicht viele andere Sachen zu suchen. Aber Thema ist ja die Aufzählung als erstes. Ich habe hier Folgendes, die Anfahrtstrecke nach Korbach oder von Korbach zu Orten, die möchte ich also hier tabellarisch darstellen. Anfahrtsstrecke ab Korbach in Kilometer, das ist der Titel. Und hier schreibe ich dann die Orte hin, zu denen ich Entfernungen angeben möchte. Fangen wir an mit Kassel. Und das sind 60 Kilometer. Das heißt, ich schreibe nur 60, weil Kilometer steht ja schon im Titel. Aber da ich hier Tab-Stops einsetzen möchte, da verwende ich das Setzen von Tab-Stops hier in dem Lineal. Das Lineal kennen Sie ja wahrscheinlich von Textverarbeitung, von Word. Wenn man das Lineal nicht hat, Sie sehen hier im Register Ansicht, kann man das aus- oder einblenden. Jetzt ist es eingeblendet. Und beim Lineal haben wir hier vorne auch diese Schaltfläche, die jetzt einen linksbündigen Tab-Stop beinhaltet. Und wenn man da mehrfach draufklickt, kann man die Tab-Stops durchklicken, die man ja auch vom Word erkennt. Bei 9 cm möchte ich da einen Tab-Stop setzen. Dann gebe ich die nächste Entfernung an, das ist Hamm. Oh, Hamm, nicht Hamm, Hamm. Und das sind 120 Kilometer. Schreibe auch nur den Betrag hin. Die anderen Orte hole ich jetzt hier aus meiner Word-Tabelle, dass ich die weiterschreiben kann, glauben Sie mir so. Ich kopiere die, gehe dann nach PowerPoint. Und da gehe ich über das Register Start, da gibt es hier vorne Einfügen und da wähle ich hier nur den Text übernehmen. Und dann sehen Sie, dann sind diese Tab-Stops, die sind eben auch an der gleichen Stelle gesetzt, weil dann wird dieses Format übernommen, wie ich es eben eingestellt habe. Das war die Aufzählung. Dann will ich gleich die nächste Folie anlegen, gehe wieder auf Neue Folie. Es wird immer die gleiche Folie eingefügt, wie sie zuvor vorgelegen hat. Das ist ja auch das, was am wahrscheinlichsten ist. Wenn ich jetzt aber ein anderes Layout haben möchte, mit 2 Inhalten, dann kann ich hier auf Layout gehen und wähle 2 Inhalte aus. Was kann ich da machen? Ich kann hier links, da kann ich eine Aufzählung reinschreiben, wie zum Beispiel hier. Die zuvor angelegte Aufzählung, die kopiere ich nochmal über Kopieren. Habe ich die rechte Maustaste genommen. Gehe hier auf die leere Folie und füge die hier ein. Kann ich jetzt einfach nochmal machen. Wenn ich hier die Aufzählungszeichen nicht haben will, dann kann ich einfach hier oben auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Dann sind die Aufzählungszeichen ausgeblendet. Also kann ich hier auch wählen, keine, sehen wir ja hier. So, dabei bleibt es jetzt. Ich kopiere das hier, dann kann ich nämlich hier raus ein Balkendiagramm machen, wo ich jetzt die Entfernungen mal grafisch darstellen will. Kopiere die, klicke dann hier auf dieses Symbol hier, wo Diagramm einfügen steht. Und da möchte ich keine Säule haben, sondern Balken. Klicke darauf, klicke auf OK.
Und dann bekomme ich hier einen Aufbau einer Tabelle, wie wir sie von Excel in etwa kennen. Und da stehen auch schon Musterdaten drin, damit man also schon was hat. Man kann hier zum Beispiel statt Datenreihe 1 KM hinschreiben. Und dann sieht man, ich brauche aber nicht drei Datenreihen, sondern nur eine. Dann kann ich das hier einfach so einrichten, dass ich hier beispielsweise 8 Orte eintrage. Hier steht jetzt Kategorie 1 bis 4. Da möchte ich aber, dass hier diese Orte eingetragen sind. Ich markiere die, kopiere die Orte von Kassel bis München, wähle dann Kopieren aus, mache ich mal hier oben und setze das dann hier an der Stelle ein, wo Kategorie 1 steht, rechte Maustaste und füge das ein. Und schon sehen wir, sind hier die entsprechenden Werte dargestellt. Ich kann das mal wieder ein bisschen nach links schieben. Allerdings sind die jetzt von München bis Kassel dargestellt. Daneben sind sie jetzt dargestellt in einer anderen Reihenfolge. Ich kann, wenn ich möchte, das hier umtauschen, indem ich hier rechte Maustaste wähle und wähle Sortieren nach Größe absteigend. Und dann sehen wir, jetzt sind hier die Balkendiagramme im Prinzip so, dass sie mit der Tabelle links davor korrespondieren. Ich kann hier noch den Diagrammtitel ausschalten. Ich mache jetzt mal dieses weg, diese Tabelle. Kann ich also später bei Bedarf, kann ich die wiederholen. So, den Diagrammtitel, das ist das hier, den möchte ich entfernen. Das kann man einfach mit der Entfernen-Taste machen, aber es geht auch über das Register Entwurf oder Diagrammtools und da wähle ich jetzt die Diagrammtitel ohne aus. Also das Entfernen wäre sicherlich einfacher gewesen. Genauso hier unten, dass das Kilometer sind, das werde ich ja dann auch hier oben in den Titel reinschreiben. Also kann man also auch das hier entfernen, indem ich einfach draufklicke und die Entfernen-Taste betätige. So, das passt also jetzt schön zu der Tabelle, die hier im linken Element steht, im linken Platzhalter für die Aufzählung. Jetzt möchte ich noch, dass die Anfahrtsstrecke in Kilometern jetzt mal darüber steht. Kopiere das. Kopieren ist da immer eine gute Sache. Na, habe ich nicht richtig gedrückt. Jetzt will ich kopieren. Wenn man da nicht das richtige Kontextmenü bekommt, dann muss man es nochmal versuchen oder man geht eben hier oben hin. So, an der Stelle des Platzhalters füge ich das jetzt ein mit diesem Symbol hier. Dann ist keine Formatierung übernommen. So, jetzt sehen wir also, dieses hier ist eine Folie mit zwei Inhalten. Links eine Aufzählung, rechts ein Balkendiagramm. Und wenn man dann vergleicht, dann sieht man, hier steht wirklich nur der Betrag und hier kann man sich dann auch schnell was vorstellen. Man sieht also hier praktisch auf den ersten Blick, dass München fast 10-mal weiter ist als Kassel, wenn man von Korbach losfährt. So, das dazu. Vielleicht noch zum Schluss, dass das hier wieder eine schöne Aufzählung ist. Und dann kann man hier auch noch mal kurz drauf eingehen. Wenn keine Aufzählungszeichen davor sind, dann ist hier der linke Rand so eingestellt. Wenn ich hier auf die Aufzählung gehe, dann sehen Sie, dann kann man hier den linken Einzug, den kann man also hier passend machen. So, das zu dieser Folie, die im Vergleich zur Folie davor ein Element mehr hat, nämlich zwei Inhaltselemente sind hier jetzt enthalten. Diagramme sind sowohl für die Praxis sehr wichtig, als auch für die In-Application-Prüfung beim ECDL. Ich habe hier schon mal eins angelegt, was ich also gleich nochmal im Detail neu anlegen will. Es ist ein Kreisdiagramm mit der Sitzverteilung im Korbacher Parlament. Da sehen wir, gibt es also hier Kreisdiagramme, die zum Teil mit Stücken, die herausgezogen sind, arbeiten, wo die Farben auf die Parteien abgestimmt sind. Ja, das ist also, was hier vorliegt. Das will ich also gleich nochmal zeigen, wie sowas geht.
Und dazu gehe ich mal auf die letzte Folie, die da angelegt wurde, mit zwei Inhaltselementen. Ich füge jetzt eine neue Folie ein. Ich klicke hier auf die Schaltfläche, neue Folie im Register Start. Und da sehe ich, es wird genau die gleiche Folie genommen, also das gleiche Folienlayout genauer genommen, welches ich gerade hatte, nämlich eines mit zwei Platzhaltern für Inhalte. Ich möchte aber hier nur einen Platzhalter haben, deshalb gehe ich hier auf Layout. Das ist also auch ein Punkt, ein Lernziel. Und da ändere ich das Layout, indem ich hier Titel und Inhalt wähle. Sie sehen, jetzt ist nur noch ein Platzhalter da. Und da möchte ich jetzt ein Diagramm haben, deshalb wähle ich also dieses zweite Symbol hier, wo Diagramm einfügen steht. Und da benötige ich ein Kreisdiagramm. Klicke also hier auf diesen Typ Kreis. Und da sehen wir, da ist also jetzt schon ein Fallbeispiel mit Musterdaten. Genau den möchte ich haben. Klicke ich also auf OK. Sie sehen, man könnte hier oben, bevor man da jetzt draufklickt, noch 3D oder herausgezogen, Kreis aus Kreis oder Balken aus Kreis wählen oder einen Ring. Aber ich lasse es ganz einfach bei dem ersten und erkläre das dann im Folgenden daran. Damit die Benutzer sich was vorstellen können, sind hier schon Musterdaten eingefügt. Man sieht hier Quartale, vier Stück an der Zahl, da kann ich also dann Vierteljahr hinschreiben, wenn ich will. Ja, Vierteljahr und da eine andere Zahl, da steht jetzt 8,2, da schreibe ich jetzt mal 3 hin. Und dann sehen Sie, wird das hier unten sofort angepasst. Dieses Kreissegment ist kleiner geworden, proportional wurden die anderen größer, weil das ist ja immer ein Vollkreis mit 100%. Entsprechend haben wir hier unten also auch das, was damit gemeint ist mit dem einzelnen Segment. Sie sehen, blau ist das Vierteljahr, was ich da eingetragen habe. So, wir wollen aber jetzt nicht dieses hier jetzt verändern, sondern ich will an dieser Stelle in der Tabelle die Sitze im Korbacher Parlament eintragen. Ich möchte die jetzt nicht nochmal neu abschreiben. Ich habe sie ja in einem Textverarbeitungsdokument. Hier ist das, ne? Da habe ich das Textverarbeitungsdokument und da steht die Stadtverordnetenversammlung 2016 und da stehen auch die Daten, links die Partei von SPD bis die aktiven Bürger, rechts davon nach einem Tabstopp die Anzahl der Sitze. Das kopiere ich mit der rechten Maustaste, wähle ich Kopieren, jetzt ist das in der Zwischenablage, dann gehe ich nach PowerPoint. Und da klicke ich hier, wo ich eben Vierteljahr hingeschrieben habe. Nee, ich klicke hier oben hin. Ich will ja auch die Überschrift haben. Und dann drücke ich die rechte Maustaste und füge das ein. Und zwar so, dass das ans Zielformat angepasst wird. Das, was ich jetzt hier sehe, ist, der hat in die erste Zelle 2016 eingetragen. Das sehe ich, wenn ich das breiter mache. Und hier hat er das ausgefüllt. Da muss ich natürlich darauf achten, da sollte dann, wenn ich das hier breiter mache, hier an der Stelle auch 2016 stehen. So, die Werte sind eingefügt und wir sehen hier unten die Farben, die passen eigentlich gar nicht zu den Parteien. Die SPD, die bekommt die Farbe rot, CDU schwarz. Das will ich also jetzt noch passend machen. Ich klicke hier rein auf den Kreis. Da kann ich mit der rechten Maustaste die Farben ändern, aber Sie sehen jetzt, ich habe noch nicht das richtige Segment ausgewählt, weil wenn ich nur einfach da reinklicke, dann sind alle Kreissegmente ausgewählt. Also ich mache das nochmal rückgängig, kann man hier oben mit dem Symbol machen und da ist wichtig, darauf zu achten, dass nur ein Segment immer ausgewählt ist, wenn man auch nur ein Segment einfärben will. Also jetzt habe ich die SPD ausgewählt. Sie sehen, ich kann die auch rausziehen. Das deutet an, jetzt ist also nur noch dieses Segment ausgewählt. Ich kann das auch zurückschieben. Und mit der rechten Maustaste da reingeklickt, habe ich die Möglichkeit, hier die Füllung auszuwählen. Da wähle ich rot. Jetzt ist die SPD rot. Hier unten, das ist die CDU. Die färben wir noch ein. Rechte Maustaste, Füllung schwarz. Klicke ich auch noch mal rein. Und so weiter.
ich halte jetzt mal das Video an, um die anderen Parteien einzufärben, weil das würde nichts Neues bringen. So, ich habe jetzt die Parteien eingefärbt. Die Grünen, sieht man, die sind jetzt auch grün. Wenn ich den Mauszeiger da drauf setze, sieht man also auch die Daten. Reihe Stadtverordnetenversammlung Punkt Grüne, Wert 3, 10%. Also Traumergebnisse, wird man dann wahrscheinlich sagen. Wenn man das jetzt mit der Bundestagswahl vergleicht, was dafür Vorhersagen gibt. So, wir wollen hier die Parteien direkt beschriften. Ich klicke jetzt mal wieder in den Kreis. Jetzt sind alle markiert. Und mit der rechten Maustaste kann ich wählen, Datenbeschriftungen hinzufügen. Das wähle ich aus. So, jetzt habe ich Datenbeschriftungen. Das heißt, da sehen wir jetzt die Sitze. Ich will aber die Datenbeschriftungen auch formatieren. Klicke hier auf das Kontextmenü, was ich mit der rechten Maustaste bekomme. Und jetzt sehe ich hier rechts die Möglichkeit, das einzustellen. Damit das jetzt etwas übersichtlicher wird, blende ich mal hier oben die Diagrammdaten aus. Die kann man ja jederzeit wieder über Daten auswählen bekommen. So, die haben wir jetzt vorliegen. Im Augenblick werden nur die Werte angezeigt. Ich möchte aber auch die Prozentsätze haben. Also Werte sind ja die Sitze. Prozent, wie viel Anteil von den gesamten Sitzen auf die Parteien entfallen. Und zusätzlich will ich noch den Rubrikennamen nehmen. Mit Rubrikenname bekomme ich also jetzt die Namen der Parteien. Was etwas schwer zu lesen ist, das ist die CDU, weil schwarze Schrift auf schwarzem Grund fällt nicht so sehr auf. Aber was wir jetzt schon mal sehen ist, wir können hier unten auf dieses hier, auf die Legende, da können wir verzichten. Ich habe draufgeklickt und kann die entfernen mit der Entfernen-Taste. Und dann wird der Kreis automatisch größer. Und was ich auch noch machen kann, ist, ich brauche hier die Überschrift. An der Stelle brauche ich die nicht. Ich schneide das mit Steuerung X aus. Dann sehen wir, ist der Kreis noch größer geworden. Und hier oben in dem Titel füge ich es ein. Und dann steht da Stadtverordnetenversammlung 2017. Und da mache ich dann eine 16 raus, weil so stand es ja auch ursprünglich in den Daten, weil da war es letzte Mal eine Wahl. So, ein bisschen verschönern möchte ich das noch. Und zwar hatte ich ja eben gesagt, CDU, schwarze Schrift auf schwarzem Grund, fällt kaum auf. Deshalb klicke ich hier nochmal auf diese Beschriftungen. Ich habe jetzt nur die CDU ausgewählt, indem ich geklickt habe darauf und nach einem Moment gewartet und habe dann nochmal darauf geklickt. Und jetzt kann ich hier beispielsweise die Schrift weiß machen und ich kann die Beschriftung größer machen. Sie sehen hier, dieses Symbol macht die Beschriftung größer. Ich kann sie auch noch fett machen. Und wenn ich das so sehe, dann möchte ich das eventuell auch für die SPD so haben. Dann klicke ich hier auf den Pinsel Format übertragen und klicke dann hier auf SPD. Und dann sehen wir, ist also auch die SPD mit gleicher Größe beschriftet und weiße Schrift auf farbigem Grund. In dem Fall ist der Hintergrund rot. Und weil die SPD eben die größte Fraktion ist, kann ich die auch noch, oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, jetzt zieht er nämlich alle raus. Ne? Jetzt habe ich also nur darauf geachtet, dass SPD ausgewählt ist und jetzt habe ich die also rausgezogen. So, wenn ich jetzt noch die Platzhalter verschieben möchte, und das mache ich, damit Sie also auch Mut zum Experimentieren haben, dann kann ich hier auf den Rand gehen vom Diagrammbereich, schiebe den nach rechts und dann sehen wir, ist das kleiner geworden und wenn ich den Platzhalter hier vom Titel verschieben möchte, kann ich das also auch machen. Na, Sie sehen, lässt sich also hier auch verschieben. Und dann kann ich auch sagen, naja, das Wort Versammlung, das soll in der nächsten Zeile stehen.
Das war die Erstellung eines Kreisdiagramms und ein Muster. Sie sollten das vielleicht mit Ihren Stadtparlamenten oder Ortsparlamenten mal machen. Da bringt es nicht allzu viel, sich das Video mehrfach anzuhören. Man muss damit experimentieren. Und wenn man dann vielleicht nicht weiter weiß, wie war das mit den Beschriftungen hier, dann kann man sich das vielleicht auch nochmal anhören. Aber das meiste bringt natürlich das Probieren am eigenen Beispiel. Das, was als nächstes kommt, sollte man natürlich auch intensiv üben. Aber die Tabellen sind sehr wichtig, eben aus dem gleichen Grund wie Diagramme. Man hat häufig etwas in Tabellenform darzustellen und das sollte man können. Natürlich wird das dann auch bei der ECDL-Prüfung gefragt, in Application-Tests. Da sollten Sie das also vorher mal ordentlich geübt haben. Ich bin hier wieder auf die Folie gegangen mit den Anfahrtsstrecken und möchte da jetzt eine neue Folie einfügen mit einer Tabelle. Dazu gehe ich auf Neue Folie und da sehen wir, wie eben schon mal gesagt, es wird immer das Folienlayout genommen, was auf der Folie war, auf der man gerade steht und die wird danach eingefügt. Ich möchte aber hier ein Layout haben, wo nur ein Inhaltselement ist, also Titel und Inhalt. Und das habe ich jetzt und da wählen wir dann aus die Tabelle. Das ist das Symbol hier oben. Und da wird gefragt, wie viele Spalten sollen es werden. Da brauche ich, weil es 15 Ortsteile sind, oder 14 sind es genau genommen, wenn man den Kernort nicht mitzählt, da brauche ich dann nur 3 Spalten, wo ich dann immer maximal 5 Orte in jede Spalte schreibe. Bei der Zeilenzahl lassen wir das. Da wird nämlich automatisch, wenn die Zeilenzahl nicht ausreicht, da werden dann noch weitere darunter geschrieben. Ich klicke jetzt mal auf OK. Und da sehen wir, da ist also jetzt das Folienlayout, 3 Spalten, 2 Zeilen schon realisiert. Was ich hier nicht brauche, das ist die Überschrift hier oben. Sie sehen, wenn ich da hinklicke, dann ist die erste Zeile also nicht so hervorgehoben mit einem dunklen Blau. So, da schreibe ich dann mal den ersten Ort hin. Allerringhausen heißt der. Mit der Tab-Taste springe ich zum nächsten Feld. Lelbach. Und Nordenbeck. So, mit der Tab-Taste komme ich in die nächste Zeile. Und Sie sehen, also mit der Tab-Taste springt man immer zur nächsten Zeile. Und wenn danach nichts mehr kommt, wird automatisch eine neue eingefügt. So, ich habe jetzt in der Zwischenablage die Tabellenelemente, die hier unter Allerringhausen, Lelbach, Nordenbeck kommen. Damit ich die jetzt nicht nochmal hinschreiben muss, habe ich die hier kopiert. Gehe nach PowerPoint, stehe unter Allerringhausen und wähle über das Register Start, Einfügen, die nur den Text übernehmen. Und da stehen die jetzt auch. Und da haben wir dann diese 14 Ortsteile, die Kernstadt, die könnte man dann noch hier unten hinschreiben, aber das kann man sich auch schenken. So, ich habe jetzt mal irgendwo hingeklickt, da sehen wir die Schriftarten. Die Schriften sind unterschiedlich groß. Deshalb markiere ich hier die komplette Tabelle und wähle hier die Calibri-Schrift aus. Und damit wir es auch mal gesehen haben, wie es geht, die Schriftgröße 18. Könnte noch größer, Sie sehen, passt also auch noch mehr hin. So, jetzt haben wir hier die Tabelle und die ist dann auch so gebändert. Überschrift sollte ich noch hinschreiben, Ortsteile oder Korbacher Ortsteile, passt da, Korbacher Ortsteile. Bisschen kann man noch damit üben. Wenn ich jetzt in die Tabelle klicke, dann sehen Sie hier oben sofort die Tabellentools. Klicke ich mal auf Layout. Und da sehen wir, da kann man dann Einstellungen vornehmen, um noch Zeilen darüber, darunter einzufügen, die Textrichtung, wenn man da jetzt mal einen Ort, Apple zum Beispiel, von oben nach unten schreiben will, dann geht das auch. Ne? Ich klicke hier mal auf ABC und dann kann man hier die Zeilenhöhe, die kann man hier verändern. Also ich will das mal zeigen. Ne? Dann kann man hier noch die Ausrichtung verändern. Also das sollten Sie einfach mal ausprobieren. Wichtig ist für mich jetzt, dass es die Funktion rückgängig gibt.
so lange, bis es wieder so aussieht wie vorher. Jetzt ist das der Fall. Also experimentieren Sie damit. Dieses hier kann man jetzt lang erzählen, aber am meisten bringt es, wenn Sie es wirklich nutzen. Ich gehe jetzt nochmal auf Entwurf. Da ist dann noch eine Sache. Sie haben ja eben schon gesehen, wie ich hier die Überschriften abgeschaltet habe. Aber man kann ja auch die erste Spalte hervorheben oder die letzte Spalte oder gebänderte Spalten. Ich mache das alles wieder weg. Experimentieren Sie selbst damit. Was man auch noch sehen sollte, wenn ich jetzt diese Farbgebung hier, wenn die mir nicht gefällt, sehen Sie, kann ich also hier raufklicken und andere Töne auswählen. Also das hier war ja eingestellt. Hier unten geht es dann noch weiter. Also da sind also ganz krasse Sachen bei. Ne? Aber das wollen wir also nicht haben. Ich gehe jetzt wieder auf das, was du ursprünglich war. Das heißt, das war es auch noch nicht. Gut ist immer, wenn man rückgängig machen kann. So war es. Das war jetzt das Einfügen einer Tabelle. Dann schauen wir nochmal auf den Lernzielplan. Ja, Tabelle, das war hier der Punkt 2.24. Dann haben wir hier noch zu besprechen, wie kann man das Design für eine Präsentation anwenden oder ändern. Das sollte ich vielleicht als erstes machen und dann stehen nur noch zwei kleinere Punkte an. Ich gehe wieder hin und bin jetzt beim Design. Das finden wir auf dem Register Entwurf. Das, was ich jetzt habe, heißt Office. Office verwendet von allen Folien. Das steht auch hier vorne. Das ist also, was ich jetzt ausgewählt habe. Ich gehe jetzt mal auf dieses hier, zeige nur drauf. Dann sehe ich das in der Vorschau, wie es aussehen würde. Das kann man also hier ganz schnell sehen. Wenn ich sage, oh, so will ich es aber haben, dann klicke ich darauf und dann sieht man hier links in der Vorschau, wie die Folien dann aussehen würden. Also das ist dann Geschmackssache. Ich gehe wieder nach vorn auf dieses Office Design, das, was ich hier vorne ursprünglich hatte. Und da lassen wir es dann bei. Eine einzelne Folie könnte ich natürlich immer noch mit einem anderen Hintergrund versehen. Jetzt habe ich die vierte ausgewählt mit den Ortsteilen, die wir ja eben hatten. Und da kann man zum Beispiel auf Hintergrund formatieren gehen. Und da steht hier rechts bei Hintergrund formatieren Farbverlauf. Ja, kann man also dann schön experimentieren. Will ich jetzt nicht machen, das verwirrt dann nur. Das Video ist ja eh schon so lang. Aber Sie sehen, man kann hier also auch bei einzelnen Folien eben mal Besonderheiten einstellen. So, schauen wir nochmal auf den Lernzielplan, dass wir da alles vollständig haben. Folienlayout wählen, Design für eine Präsentation anwenden, haben wir gerade gesehen. Hintergrundfarbe haben wir auch für eine bestimmte Folie oder für verschiedene Folien oder für alle Folien. Kann man nochmal zeigen, dass das also kein Problem ist, wenn man da die Hintergrundfarbe verstellt. Ich gehe nochmal zu PowerPoint, das habe ich jetzt nur für eine einzelne Folie gemacht. Aber wenn ich das für alle haben will, dann sehen Sie, gibt es hier unten eine Schaltfläche für alle übernehmen. Und schon sehen wir das hier links, dass das also jetzt auch für Korbach passiert ist. So, damit das vollständig ist mit dem Lernzielplan, schauen wir nochmal. Für alle Folien wechseln, das haben wir gerade getan. Kopieren, verschieben, das können wir nochmal schnell machen und Folie löschen. Also kopieren, verschieben und Folie löschen, das wird die letzte Aktion sein. Gehe also nach PowerPoint. Diese Folie hier ist ja überflüssig. Diese hier, die hatte ich vorgeführt, die hatte ich nur zum Vorzeigen. Wenn ich die nicht mehr haben will, rechte Maustaste und da steht dann auch Folie ausblenden, aber auch Folie löschen. Mit löschen ist sie dann auch fort. So, wenn ich jetzt die Tabelle hinter die das Kreisdiagramm haben will, dann sehen Sie, kann man das hier einfach verschieben. Wenn ich das hier mache, draufklicken auf das kleine Bild in der Foliensortierung und dann kann man das verschieben. Das funktioniert natürlich auch hier, nicht nur hier links in dieser Vorschau, das funktioniert natürlich auch besonders gut, wenn ich die Foliensortierung habe. Dann kann man also auch das Kreisdiagramm nehmen und an die passende Stelle ziehen.
Der letzte Punkt ist Kopieren von einer oder mehreren Folien. Das macht zum Beispiel im Rahmen dieser Übung Sinn, um dann mit der Kopie zu experimentieren. Angenommen, ich will hier die Anfahrtsstrecken duplizieren, dann kann ich mit der rechten Maustaste reinklicken und da steht Folie duplizieren. Schon sehen wir, haben wir hier die Folie nochmal. Mit der Entfernen-Taste mache ich die wieder weg. Wenn ich jetzt mehrere Folien duplizieren will, dann kann ich die markieren. Das ist die erste. Und mit gedrückter Steuerungstaste klicke ich auf die nächste und dann vielleicht noch auf die Titelfolie. Und jetzt habe ich die ausgewählt und dann kann ich die duplizieren. Wir sehen, hier unten sind dann diese Folien an der Stelle, wo der Cursor stand, nochmal eingefügt. Mache das rückgängig. Das war das Duplizieren. Jetzt kommt das Kopieren mit mehreren Folien. Ich wähle die aus und die hier unten, die einmal die Anfahrtsstrecken als Aufzählung und einmal als Tabelle. Rechte Maustaste geht natürlich auch und da wähle ich Kopieren und sie sollen am Ende eingefügt werden. Da sehe ich also hier den Strich, wo es eingefügt wird, drücke die rechte Maustaste und will dann einfügen. Und da haben wir die beiden Folien. Eine Methode, die will ich auch noch mal zeigen, die war bei früheren Prüfungen zum Präsentationsmodul wichtig. Ich habe eine Folie markiert, drücke die Steuerungstaste und wenn ich dann den Mauszeiger bewege, dann wird an die Stelle, wo ich loslasse, eine Kopie der zuvor ausgewählten Folie hingezogen. Probieren Sie das aus und räumen Sie natürlich hinterher auch wieder auf. Mit gedrückter Steuerungstaste kann man natürlich auch mehrere Folien markieren, die man dann mit der rechten Maustaste löschen kann, Folie löschen. Und dann sieht das auch wieder ordentlich aus, so wie vorher, bevor ich diese letzte Übung gestartet habe. Dieses war ein langes Video. Schauen Sie sich das in mehreren Etappen an. Wiederholen Sie das. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.